Das einfach auf allen Ebenen als Trainerin, als Mensch, ich kann auch als Tänzerin sprechen, so durchdacht und so vereinfacht für mich als Trainerin oder auch Sportlerin, wo ich mir denke, wow, das ist das größte Geschenk, was in meinem Leben mit, ja, woran ich teilhaben kann. Und das ist einfach geil. Cool, hallo alle zusammen. Ich bin wieder Peter, heute mit der lieben Annabelle. Herzlich willkommen zu einem nächsten Erfahrungsbericht hier bei YouTube. Und bevor wir anfangen, der Klassiker, Annabelle, erzähl einfach ein bisschen was über dich. Was machst du? Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Let's go. Ja, hi. Ja, mein Name ist Annabelle, welch Wunder, schon gehört. Ich bin 35 Jahre alt und ich könnte jetzt erzählen, was ich alles beruflich schon gemacht habe, möchte aber eine kleine Geschichte erzählen dazu, die mich auch zu Hitzebeat gebracht hat. Kommen wir bestimmt aber auch gleich später. Und zwar, es war schon immer von mir ein Herzenswunsch, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Und das war nicht immer so, denn beziehungsweise als ich das erste Mal verletzt war im Leistungssport, ist mir klar geworden, wie wichtig persönliche Werte mir sind. Und da war es mir noch klarer als früher, dass ich eine Trainerin oder auch Pädagogin sein möchte, die Menschen dort abholt, wo sie sind. Und ja, später bin ich dann unter anderem zu Hitzebeat damit gekommen. Und für mich ist es einfach das größte Geschenk, ja, mit Menschen gemeinsam zu wachsen und gemeinsam zu zeigen, okay, hier bin ich. Und da kann ich aber auch hinkommen, also gemeinsam diesen Wachstumsprozess zu gehen. Und das ist das, was ich beruflich mache, wirklich die Achterbahnfahrt, meine eigene Achterbahnfahrt genießen und andere Menschen darauf vorbereiten oder auch mitnehmen, die auch Lust haben, ihre Achterbahn in Leichtigkeit zu fahren und nicht mit Ängsten und ja, negativen Glaubenssätzen. Das mache ich beruflich. Geil. Das finde ich mega. Das ist eine geile Positionierung in kurzer Zeit. Wissen die Leute genau, was du tust. Sehr schön, auch sehr nah und authentisch. Danke für das geile Intro. Und jetzt wäre meine erste Frage. Jetzt kommen wir wieder zu Hit the Beat. Schön, dass das schon Teil deiner Antwort war. Was hat dich dazu gebracht oder überzeugt, auch die Ausbildung zu starten? Ja, jetzt stellt euch vor, ich war damals, ich habe 15 Jahre Frauenfußball gespielt und dazu möchte ich euch die Geschichte erzählen, denn das hat wirklich mein Leben verändert. Ich kann mich noch erinnern, ich war so stolz, obwohl ich sehr spät angefangen habe, Frauenfußball zu spielen, habe ich es geschafft bis zur Oberliga, das ist die vierte Liga und es ging um die Relegation, sogar um Aufstieg in die dritte Liga. Für mich war das ein Alleinstellungsmerkmal. Wie kann es anders sein? Bei dem wichtigsten Spiel gegen Hannover verletze ich mich. Kreuzbandriss, rechte Seite. Und das war der Moment, wo ich in dem Krankenhaus lag und festgestellt habe, dass eine Woche später das Leben natürlich weitergeht, dass ja, ich ziemlich auf dem Boden der Tatsachen angekommen bin. Es waren genau zwei Leute von der ganzen Mannschaft zu Besuch da. Und das war der Moment, wo ich mich angefangen habe, über Persönlichkeitsentwicklung und Trainer sein oder auch eigenes Training ja, zu informieren und auch anders andere Wege zu gehen. Und in dieser Regeneration, und deswegen ist das so wichtig, hat eine gute Freundin, ich war sehr schlecht drauf übrigens, ich war so richtig depressiv. Ich glaube, viele Sportler kennen das vielleicht, wenn gerade nichts mehr geht. Ich hatte Schmerzen nach der Operation, viele Bewegungen waren eingeschränkt. Und sie sagte zu mir, hey, in Berlin ist so ein Fitnessfestival, lass uns da mal hingehen. Und ich so, ja, keine Ahnung, ich kann ja eh nicht richtig mitmachen. Und sie so, ach komm schon, lass uns da hingehen. Und wir sind dann tatsächlich nach Berlin gefahren zu den Urban Fit Days. Und das ist genau 7 Jahre her mittlerweile. Und ja, wie kann es anders sein? Ich war mega begeistert. Es gab total innovative Konzepte, die ich vorher noch nie kannte, die für mich schmerzfrei möglich waren. Und obwohl ich schon so erschöpft war am Nachmittag, kam dann das Abschlusstraining Hitzebeat. Und ich konnte mit dem Namen überhaupt nichts anfangen. Oder Breakletics war es damals genannt. Ich dachte mir, was ist das denn? Okay, klingt cool und Mentu und ihr wart da und habt unterrichtet. Und es ist für mich das Allerwichtigste, weil ich das erste Mal dort als Leistungssportlerin wieder das Gefühl hatte danach, dass es möglich ist für mich. Ich war körperlich zwar total erschöpft und hatte den Todesmuskelkater am nächsten Tag, aber ich war so ganzheitlich trainiert. Also ich fühlte mich im Oberkörper und nicht nur einseitig belastet, sondern das erste Mal wieder wirklich in meiner Kraft nach den Verletzungen. Ja, und dann ist Hitzebeat für mich jahrelang
verschwunden. Es war, mein Weg ist weitergegangen. Ich habe nochmal angefangen, Fußball zu spielen, habe mich wieder verletzt. Es folgte die zweite Operation und habe immer mehr mich mit dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung als Trainerin vor allem auch beschäftigt. Habe dann 2,5 Jahre Jumping Fitness gemacht, weil das für mich auch schmerzfrei war. Und dann kam die Pandemie. So, und in der Pandemie, ja, habe ich noch mehr umgedacht, sind viele persönliche Kontakte von mir auch anders wichtig geworden. Und ich dachte mir, was ist dir denn so wichtig? Was hat dir geholfen in der Verletzung? Und dann kam, wie es der Zufall so will, mir diese Werbeanzeige von der Trainer-Online-Ausbildung von Hitzebeat. Und ich war damals ja schon so begeistert und habe gedacht, nee, wenn ich nochmal eine Ausbildung mache, dann ist es die, weil ich andere Wege gehe und Menschen dabei mitnehmen möchte, die selber anders gedacht haben. Und umso mehr ich in das Konzept mit euch gemeinsam wachse, stelle ich fest, was da eigentlich hintersteckt. Und das ist jetzt nicht, um Werbung zu machen, sondern es ist einfach auf allen Ebenen als Trainerin, als Mensch, ich kann auch als Tänzerin sprechen, so durchdacht und so vereinfacht für mich als Trainerin oder auch Sportlerin, wo ich mir denke, wow, das ist das größte Geschenk, was in meinem Leben mit, ja, woran ich teilhaben kann. Und das ist einfach geil. Das ist meine Geil. Hitzebeat-Geschichte. Coole Geschichte. Ich wusste auch gar nicht, dass wir so Ähnlichkeiten miteinander haben, auch was die Verletzung angeht. Ich musste ja auch meinen Ja. Leistungssport aufhören auf Ja. Grundlage der Verletzung, habe dann auch was gesucht, was kann ich machen, was mir nicht wehtut Ja. und kam dann ja quasi zu Hit the Beat. Ah, geil. Auch Ja. Urban Fit Days, das war mit eines unserer ersten Events. Ja, Auch cool, dass du genau, es war natürlich. mega. Ja, dass du da an dich geglaubt hast, ne, und dann auch durchgezogen hast, auch nochmal auch deiner Karriere eine zweite Chance gegeben hast. Ich weiß, wie das ist, da nicht aufhören zu wollen und wie schwer es ist, loszulassen. Aber jetzt schön, dass du da einen Weg gefunden hast, Menschen trotzdem auf eine andere Art und Weise zu inspirieren und denen wiederum zu zeigen, hey, es geht Ja. weiter. Jetzt hast du schon angesprochen, auch was die Online-Ausbildung angeht. Erzähl uns ein bisschen darüber. Wie war der Weg? Wie lange hast du gebraucht? Bei mir war das wirklich sehr, sehr komplex, denn ich habe innerlich, also ich war an dem Punkt, wo ich mich mit vielen Themen schon jahrelang durch Schmerz beschäftigt habe. Und es war für mich, ja, Jackpot, das machst du jetzt. Und ich hatte damals meine erste kleine Location. Ich war da noch in Göttingen sesshaft und habe dann einfach das durchgezogen. Ich fand es geil und habe es direkt auch mit meinen Kundinnen, die ich hatte, sehr viele aus dem Teamsport auch, die auch zufälligerweise gerade verletzt waren, habe dann da viel, was heißt ausprobieren. Ich hatte halt gutes Lernfeld, obwohl Pandemie war. Ja, das heißt, wir haben dann online trainiert teilweise. Und wie lange habe ich gebraucht? Ich meine, 4 Monate, ein halbes Jahr. Oh, ich müsste jetzt. Ich weiß den Zeitraum nicht mehr. Ich weiß aber, woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist, dass ich das wirklich kontinuierlich durchgezogen habe. Es war sehr einfach von der Struktur sehr zu gut zu verstehen. Ich hatte immer eine persönliche Ansprechpartnerin, bei mir war das der Fall. Und genau, von den Feedbacks, also als Beispiel, es waren ja einzelne Prüfungsstationen. Das heißt, ich habe dann als ja, werdende Trainerin ein Video aufgenommen zu dem und dem Thema und habe dann ein Feedback bekommen, ja, was gut war, also konstruktives Feedback, aber auch, was ich noch verbessern könnte. Also nicht nur, oh, alles super, denn das ist in der Welt nicht so. Genau, und das war für mich mega geil. Es war für mich einfach unglaublich wertvoll, in der Pandemie über, ja, Bildung, das Leben zu verschönern. Und dann vor allen Dingen auch recht schnell, obwohl Pandemie war oder ja, vielleicht immer noch ist teilweise, das weitergeben zu können. Mich nicht so eingeengt und schränkt zu fühlen. Das war für mich ganz, ganz, ganz wertvoll. Geil. Und du hattest auch in der Antwort davor auch gesagt, dass es schön war, mit uns zu wachsen, also auch körperlich, mental, auch mit der Community, dieser Austausch. Und jetzt gibst du ja dieses Wissen, dieses Verständnis auch an deine Teilnehmer, Teilnehmerinnen weiter. Ja. Inwiefern hat sich da was verändert? Also was gibst du, wenn du diese Hit-the-Beat-Geschichte machst, was gibst du den Teilnehmern? Was würdest du sagen, hey, meine Teilnehmerinnen haben das und das von mir als Trainerin, im Zusammenhang auch mit diesem Konzept? Ich habe erfahren, es gibt ja immer die Theorie und die Praxis. So. Und ich kann immer mehr nachvollziehen, was du gemacht hast, was du da oder wir oder du auf die Beine gestellt hast in erster Linie, weil ich es erlebt habe.
Und dadurch ist mir klar geworden, okay, Menschen empfinden etwas, wenn sie etwas selbst erlebt haben. Und mir ist es ganz wichtig, über Hitzebeat immer wieder zu erwähnen, wie besonders dieses Konzept ist. Denn Prävention, ich kann das jetzt stundenlang in der Theorie erzählen, ja, Prävention ist wichtig, bla bla bla, das weiß jeder. Es steht im Internet, aber ich muss es fühlen. Warum diese Dehnübungen so und so lange als Beispiel jetzt intensiv? Oder warum die 5, 6, 7, 8, die Takte angezählt sind? Und umso mehr merke ich, und das finde ich richtig geil, dass selbst Leute, die noch nie was mit Thema Musik zu tun hatten oder insgesamt mit rhythmischem Bewegen, ich will jetzt nicht bewusst nicht Tanz sagen, die sich darüber halt überhaupt keine Gedanken gemacht haben, für sich einen roten Faden in der ganzen Stunde finden. Und das ist mir unglaublich wichtig weiterzugeben. Ich merke, ich habe jetzt gerade ja zwei Kundinnen, zwei Intensivkundinnen, und mit denen arbeite ich immer einen individuellen Teil Breakletics. Und die lieben das. Die lieben das, weil, und ich merke ihren Wachstum, weil sie sich erinnern können, welche Übungen wir gemacht haben, wie jetzt von Level 1, wie man von Level 1 zu Level 2 kommt. Das heißt, es ist so klar für jemanden. Und dann sage ich dazu den Inhalt zum Beispiel, den ich als Tänzerin oder Trainerin halt weiß, den jemand anders ja noch gar nicht wissen kann. Weil mir das wichtig ist, diese Qualität einfach ja, jemandem zu zeigen, der das nicht weiß. Geil. Was würdest du sagen, jetzt auch, wo du schon länger dabei bist, also nach welchen Werten lebst du selber als Mensch? Und wo würdest du sagen, gibt es Gemeinsamkeiten zu Hit the Beat, zu der Community? Gibt es überhaupt Gemeinsamkeiten? Wie fühlst du dich in dieser Community und dieses Workout an andere weiterzugeben? Ein wichtiger Wert war früher von mir Party. Heute feiere ich auch noch gerne Party, aber im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und da bin ich überzeugt davon, dass wir das gleiche Credo haben in dem Bereich, dass wir gemeinsam wachsen. Wir geben uns regelmäßig Feedback. Ich finde es unglaublich geil, wenn ich sehe, ah, so macht der andere die Challenge mit dem Background, ob das jetzt das Videomaterial ist. Ich kann da jetzt ganz viele Bereiche als Beispiele nennen. Aber das ist für mich ein sehr, sehr starker Wert. Dann Leichtigkeit und Humor. So, ich glaube, es ist halt voll wichtig, das nie zu verlieren und nicht so zu verbissen, ja, ich will jetzt dieses Ziel unbedingt erreichen. Und gerade im Leistungssport ist das halt voll Thema, wo ich mir denke, eigentlich ziemlich krank, aber du kennst es, ne? Es ist halt manchmal super verbissen. Das ist ein sehr wichtiger Wert von mir. Und da fühle ich mich einfach auch sehr gesehen und aufgehoben in der Community. Ja. Das sind Cool. zwei sehr wichtige Werte. Ja. Geil, schön zu hören. Und was ich auch bei dir interessant finde, du hast ja in Anführungsstrichen, sag, wenn ich mich täusche, mit Group Fitness angefangen. Jumping hattest du erwähnt, da betreut man ja eher eine größere Masse an Menschen. Und jetzt hat dein Weg sich ein wenig verändert. Jetzt hast du dich ein bisschen spezialisiert. Jetzt würde ich sagen, gehst du eher in das Expertendasein in der Selbstständigkeit, mehr tiefer, was die Zusammenarbeit mit anderen Menschen angeht. Ja, wie hat sich da quasi alles verändert nach der Ausbildung? Wie kommst du von Group Fitness jetzt hin zu so einem Expertenstatus? Wo ist der Unterschied und was hast du vor, in den nächsten Jahren auch zu tun damit? Also Group Fitness, erstmal Respekt an alle Trainer und die jemals Group Fitness unterrichtet haben. Es ist wie in einer Kita. Ja, du hast irgendwie so 2 Sekunden Zeit für jeden Einzelnen. Und wenn du dann nur selber einen hohen Anspruch an dich hast, dann ist so, ja, bei dir das. Also man ist halt wie so eine Nähmaschine, die möglichst in kurzer Zeit, in 10 Minuten, jedem noch ein konstruktives Feedback gibt zu der Ausführung. Und da ist natürlich einfach, ich finde es mega geil, mit Menschen wirklich richtig in die Tiefe zu gehen. Denn ich bin fest davon überzeugt, natürlich ist es, ich will auch Geld verdienen. Also ich verdiene auch gut Geld. Natürlich ist finanzielle Freiheit erstrebenswert, weil wir brauchen nun mal Geld als Tauschmittel. Auf der anderen Seite ist es nichts Schöneres oder nichts Geileres zu fühlen, wenn ich eine Beziehung, ob die jetzt privat oder beruflich ist, mit jemandem aufbaue, die so tief ist. Und die kann ich natürlich nicht in einem 45-Minuten-Kurs mit, sage ich mal, 30 Teilnehmern. Ist schwierig, sage ich mal so. Und das finde ich halt einfach der extreme Unterschied. Es geht es geht um Vertrauen und einfach dieses schöne Gefühl, etwas zurückgeben zu können von einer Lösung, die für mich selber funktioniert hat, zum Beispiel aus meinen Verletzungen. So, und das ist für mich unbeschreiblich. Das würde ich gegen nichts auf der Welt eintauschen.
Geil, geil. Wenn Leute mit dir zusammenarbeiten wollen, du hast ja dich am Anfang auch sehr gut vorgestellt, was so deine Expertise ist. Hier unter dem Video verlinke ich euch auch noch die ganzen Seiten von Annabelle. Wenn ihr Lust habt, mit ihr da zu sprechen, mit ihr zusammenzuarbeiten, dann gerne. Die letzte Frage an dich, Annabelle, heute. Wenn jemand Interesse hätte an so einer Ausbildung, warum sollte er sie tun? Was kannst du da so den Leuten mitgeben? Ja, er sollte die Ausbildung tun, um persönlich über sich und über andere Menschen nicht nur mehr zu erfahren, sondern das Leben auf allen Ebenen tiefer zu erleben. Ja, das heißt, es geht um Geld, es geht um Finanzen, um sich da neuen Möglichkeiten zu öffnen. Es geht um tiefe, geile Beziehungen. Es geht um den körperlichen Wachstum. Boah, das kann ich. Wow. Guck mich mal an, Maschine, ja? Jetzt kann ich einen Handstand, keine Ahnung, kann auf einer Hand, also und letzten Endes das Leben einfach in Spaß und Leichtigkeit zu genießen, ist geil. Geil, ja, Deswegen, also wer darauf geil. Bock hat, da geht kein Weg vorbei. Mega, danke dir für diese warmen Worte. Das war's auch schon von dem kurzen Interview. Für alle, die auch Lust haben, Teil der Community zu werden, unter dem Video findet ihr alle Informationen. Ihr seid herzlich willkommen. Ich freue mich da auch auf den Austausch mit euch. Und wünsche euch einfach noch einen geilen Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt, oder einen geilen Abend. Annabelle, dir vielen lieben Dank für deine Zeit und wir sehen uns wahrscheinlich auf der nächsten Workout Jam Party oder bei dem Yes. nächsten Event. Bye bye. 5, 6, 7, 8.